Crime Story geht weiter. Berlins Hit-Musical, ausgezeichnet mit 4 Preisen, geht in die nächste Runde. Frauenpower, Freiheit, sexuelles Erwachen und endlich ein gesellschaftlicher Wandel in greifbarer Nähe. Das alles und noch so viel mehr erzählt Kudamm 59, das Musical. Schon die erste Inszenierung Kudamm 56 lockte mehr als 300.000 Zuschauer ein. Und jetzt hier im Theater des Westens findet die große Premiere statt. Nach 3 Jahren gibt es die Fortsetzung des Erfolgsmusicals über Familie Schöllack. Erzählt wird die Geschichte von 3 starken jungen Frauen und ihrer kalten, strengen Mutter in der Wirtschaftswunderzeit ihren Träumen, Sehnsüchten und ersten sexuellen Erfahrungen. Schauplatz ist die Tanzschule der Familie, die sich am Kurfürstendamm in Berlin befindet. Das Stück mit der Musik der beiden Theater des Westens, Neuintendanten Peter Plate und Ulf Leo Sommer von Rosenstolz und Texten von Annette Hess, ist die Fortsetzung von Kudamm 56 und die Adaption der gleichnamigen, mehrfach ausgezeichneten ZDF-Fernsehserie Kudamm 56 lief mit einem derart überraschenden Erfolg bisher mehr als 500.000 Zuschauer. Und mit diesen Premierengästen zeigte sich auch die Beliebtheit dieses Musicals. Kudamm 59, heute die Premiere, gestern war die Generalprobe. Wie aufgeregt ist man jetzt heute? Auf einer Skala von 1 bis 10 bin ich bei 11. Ja. Kudamm 59 spielt 59er Jahre. Wie aktuell sind diese Themen, die dort? Es ist erschreckenderweise wahnsinnig aktuell, aber unser Stück ist also sozusagen auch ein Kniefall natürlich vor den Menschen und vorrangig vor den Frauen, die Berlin nach dem Zweiten Weltkrieg natürlich wieder aufgebaut haben. Gleichzeitig ist es natürlich auch sehr, sehr lustig, weil es ist ja eine Familiengeschichte von 3 Frauen und der Mutter, die diese Tanzschule hat. Und wenn man es dann sieht, ist man doch erstaunt, wie aktuell diese Themen immer noch sind heutzutage, ja. Also ich bin seit Mittwochs machen wir ja Previews, bin ich daueraufgeregt und ich bin sehr, sehr, sehr aufgeregt. Ich weiß auch gar nicht, was ich ohne die Aufregung die nächsten Tage, ich werde wahrscheinlich in so ein Loch fallen, weil es ist so viel Adrenalin, was ich gerade, also negativ wie positiv. Auf der Skala würde ich sagen 9. Ja. Ja. Kudamm 59 spielt in 59er Jahre. Wie aktuell sind denn diese Themen heute? Na, es ist ja leider so noch sehr aktuell. Ne? Also es geht ja, ein paar Sachen haben wir uns erkämpft, also wie zum Beispiel der Wolfgang, der halt eben seine Liebe nicht ausleben kann. Ja, wir können das jetzt ausleben, aber es ist alles so auf, es ist so sensibel, das Eis, auf dem wir laufen, das merkt man in Europa, wo es dann auch teilweise wieder verboten wird, ein queerer Mensch öffentlich zu sein. Und das ist nur ein Fakt, wo man sagt, es ist alles sehr aktuell. Und ganz ehrlich, es gibt ja immer noch keine Gleichberechtigung. Ne? Also das ist ja einfach Quatsch. Also wenn die Frauen immer noch nicht dasselbe verdienen wie die Männer, sind wir noch lange nicht bei der Gleichberechtigung. Ja. Sag mir jetzt was über das Theater des Westens. Ist das ein Traum hier? Das ist so eine alte Lady, in die ich mich so verliebt habe. Also Peter und ich schon, wir sind vor 34 Jahren nach Berlin und konnten uns früher nicht leisten, hier reinzugehen. Also wir hatten nicht genug Kohle. Und trotzdem haben wir immer von außen, das war wie so ein Palast. Und ich glaube, 98 war es das erste Mal, hat Peter ein Benefizkonzert hier gegeben mit seiner Band Rosenstolz. Und seitdem sind wir verliebt. Wie schwierig ist es, aus einer Serie ein Musical zu machen? Das ist erstmal die reine Masse. Ne? Also dann so die Drehbücher für die Staffel hatten 360 Seiten. Und die musste ich eindampfen auf 100 Seiten für das Libretto. Und dann müssen natürlich Geschichten auch rausfliegen und Nebenfiguren rausfliegen und so. Und ich habe aber immer versucht, die Hauptfiguren natürlich zu erhalten und auch deren Wege und was denen widerfährt. Das ist auch alles noch da. Dadurch ist es natürlich auch sehr, sehr reich an Geschichten. Aber ich glaube, das macht den Leuten Spaß. Also es ist fordernd. Man muss schon ein bisschen zuhören und aufpassen und so. Aber ich glaube, das macht es auch aus. Die reichhaltigen Geschichten sind ja auch zeitnah, obwohl es in 59er Jahren spielt. Wie wichtig ist das, dass es auch so zeitgemäß, dass diese Geschichten auch heutzutage noch gibt?
Also ich arbeite ja immer so, ich erzähle eigentlich eine historische Geschichte und in Wahrheit hat das aber ganz viel mit uns heute zu tun. Ne? Und das ist also, was immer Emanzipation angeht, klar ist es drastischer in den 50ern, darf eine Frau keinen Führerschein machen ohne die Erlaubnis ihres Mannes. Aber eben heute haben wir auch wieder so einen Rollback, diese Sehnsucht nach alten Werten. Ich sage jetzt nur mal AfD, die möchte die Frau wieder gern am Herd haben. Ne? Also das ist wirklich ziemlich krass, wie aktuell das ist, wenn man da drin sitzt und es bleibt einem immer so das Lachen im Halse stecken, wenn man denkt, oh, so weit sind wir auch noch nicht. Ne? Es ist noch viel zu tun. Berlin, Pussy, Pussy. Schon so lange nicht mehr gesehen. Du kannst erst mal mein Outfit. Ja, bitte. Bitte. Ja, das siehst du. Aber Michaela toppt dich heute. Ich habe Michaela heute eingeschleitet. Guck doch mal, von wem hat sich das vorher abgeguckt? Turbanträgerin ist null FM-Stöckel der ganzen Welt. Yes, jetzt sind wir bei Kudamm 59. Ja. Wie sehr freust du dich aufs Musical? Hast du den ersten Teil auch gesehen? Ja, natürlich habe ich den ersten Teil auch gesehen. Ich finde ja deswegen das so besonders, weil Ende 50er, Anfang der 60er war ja eigentlich die beste Zeit in Berlin. Da war ja die Mauer und es war hier ganz wild und sind Leute nach Berlin gegangen, weil quasi hier man nicht zur Bundeswehr musste. Also Berlin war ja da der heißeste Platz eigentlich, den man sich vorstellen kann. Und Peter Plate und Ulf Sommer machen da ja raus immer ein großartiges künstlerisches Produkt. Deswegen bin ich da sehr gespannt, aber bin davon fest überzeugt, dass es schön ist und dass es tolle Musik ist und tolles Bühnenbild ist und da verlasse ich mich total auf Peter, der kann das. Wie unterschätzt ist denn der Beruf eines Musical-Darstellers? Naja, es ist ja so, dass tendenziell immer die Leute so sagen, naja, Oper ist die hohe Kunst und Operette, was ich beides sehr mag. Aber oftmals ist es ja so, dass sie sagen, naja, Musical. Aber Musical-Stars müssen singen, tanzen und schauspielen gleichzeitig. Und das meistens in einer wahnsinnigen Schnelligkeit. Also von daher glaube ich, braucht man da schon ein Mindestmaß an Talent. Und deswegen kann ich immer nur eine Lanze brechen und den Hut ziehen vor allen Musical-Stars. Es ist nicht so einfach, wie es immer aussieht. Aber du hast auch das Talent zum Singen, zum Tanzen. Und zum Darstellen. Ja, das ist richtig. Ich kann singen, tanzen, darstellen, moderieren. Eigentlich wäre ich prädestiniert als Bundespräsidentin, weil das wäre auch schön, wenn denn die Könige kommen, sage ich, hello, welcome to Bellevue und so, welcome to Berlin, I am der Bundespräsidentin. Das Musical wird noch geschrieben, hab Spaß. Ja, das ist so, wird's kommen und schönen Tag und liebe Grüße an TV Berlin. Frau Giffey, wie wichtig ist so ein Theater des Westens mit seinem jetzt neuen Musical für die Stadt Berlin? Es ist super wichtig, weil es bringt einfach so viel Freude, Lebenslust und einfach gute und tolle Kunst, Kultur, Musik in die Stadt. Und man hat es bei Kudamm 56 gesehen, wie begeistert die Menschen waren, wie viele dieses Stück gesehen haben. Und ich bin mir sehr, sehr sicher, dass das neue Stück auch richtig für Begeisterung sorgen wird. Ich freue mich sehr und wünsche natürlich allen, die heute hier auf der Bühne stehen und die hinter der Bühne stehen, wünsche allen ganz, ganz viel Erfolg. Hast du den ersten Teil auch gesehen und wie sehr freust du dich? Ich habe den ersten Teil gesehen, leider nicht zur Premiere. Deshalb bin ich umso glücklicher heute, hier zu sein und wirklich diese tolle Stimmung bei der Premiere mitzuerleben. Würdest du auch gerne mal in einem Musical spielen wollen oder wie unterschätzt ist denn so der Beruf des Musical-Darstellers? Also ich würde niemals in einem Musical mitspielen wollen, zumindest möchte ich keine Gesangs- oder Sprechrolle haben, weil ich kann mir keine Texte merken. Deshalb bin ich ja auch Reality-Star geworden und Model, ja, weil ich nicht reden muss, beziehungsweise nicht nach Drehbuch reden muss. Wenn es irgendwie eine Rolle gibt, taubstumm oder ein bisschen erotisch, vielleicht eine Bettszene, gerne, gerne. Aber sonst lasse ich das lieber dem Vortritt. Also jedes Mal, wenn ich auch ein Musical gesehen habe, sage ich auch immer zu Julian, ich kann das nicht glauben. Wie können die das schaffen? Ohne Fehler. Ja, oder zumindest so, dass es uns nicht auffällt. So eine akkurate Leistung. Und da kommt man sich dann als Reality-Promi wirklich wie so nichts nutzt vor. Da denkt man, oh mein Gott, was eigentlich andere leisten. Ja, da schämt man sich schon manchmal dafür. Haben Sie auch den ersten Teil gesehen? Habe ich gesehen, war schon irre. Da habe ich mich gefragt am Anfang nach der Fernsehserie, wie kriegt man das denn als Musical hin? Aber sehr gut gelungen und deshalb freue ich mich natürlich jetzt auf die Fortsetzung. Wie unterschätzt ist denn der Beruf eines Musical-Darstellers? Sie müssen singen, tanzen und schauspielen. Ja, ist eigentlich das Schwerste und wird leider auch in Deutschland nicht so hoch bewertet, wie das in Amerika so der Fall ist. Aber das ist eine Hochachtung vor den Leistungen, weil man in der Tat ja alles können muss. Sehr freuen sich auf das Musical Kudamm 59 und haben Sie den ersten Teil auch gesehen? Naja, da ich um die Ecke wohne, ist das herrlich für mich. Das ist irgendwie cool. Du gehst ein paar Schritte, dann bist du in so einer kulturellen Großveranstaltung.
Theater des Westens, Delphi Kino nebenan. Die proben ja, oder haben früher immer geprobt, auf der Probebühne ist Delphi Kino. Also bin ich irgendwie, wenn man so will, älter geworden mit den beiden Häusern. Und das ist jetzt so, sagen wir mal, sich erfrischt hat, das ist Ulf und Peter wirklich zu verdanken. Und ich war letztens bei der Vorstellung Die Amme, das ist schon eine super Stimmung, die die erzeugt haben. Ja. Wie viel Talent steckt denn in einem Musical darstellen? Der muss ja tanzen, singen und... Ja, Die Amme, habe ich jetzt gesehen, es war vor einigen Jahren noch gar nicht, oder vor 3 Jahren noch gar nicht bekannt und schmeißt einen Abend von 90 Minuten bis... wow, das ist Power, Energie, Talent, weiß ich nicht. Das kann man nur bewundern. Sie sich auf Kudamm 59 und haben Sie auch das erste Stück gesehen? Klar, ich habe das erste Stück, glaube ich, 4-mal gesehen, war in der Premiere mit meiner Mutter. Und meine Mutter ist ganz unglücklich, dass sie heute nicht dabei sein kann, weil das ist ja genau die Generation meiner Mutter, die hier erzählt wird. Und die ist jedes Mal so, dass sie sagt, ja, Liebling, so war es wirklich. Ja, Liebling, und jetzt muss ich dir auch sagen, warum ich damals so und so. Und ich so, wow, also das ist ein Stück, das wirkt. Gewirkt hat, das letzte, und ich bin sicher, dass auch dieses Mal Kudamm 59 wieder mit Themen wie Diversität, weiblicher Selbstbestimmung, Queerness und so weit vorne sein wird. Ja, und wie sehr wichtig ist das, diese Themen auch heutzutage noch anzusprechen? Ja, wie wir sehen, wichtiger denn je. Also der Rückschritt ist bis zum Greifen nahe. Ne? Also je mehr Rechte für Frauen oder irgendwie erkämpft werden, desto stärker sind auch sozusagen die Kräfte, die das wieder zurückdrängen wollen. Und da müssen wir, glaube ich, sehr, sehr, sehr wachsam sein. Es spricht ja sehr viele gesellschaftliche Themen an, die auch heutzutage noch aktuell sind. Wie wichtig ist das? Ja, enorm wichtig. Also es gibt so viel zu tun, auch in der Gleichberechtigkeitsstellung der Frau, in Bezahlung. Es gibt einfach, wir sind noch gar nicht weit auf diesem Weg und es ist noch sehr, sehr viel zu tun. Es spricht ja auch gesellschaftliche Themen an. Wie aktuell sind die auch heutzutage? Ich glaube, alles, was hier an Themen, natürlich auch im Rückblick auf die Geschichte, aber auch an Wirkung für die heutige Zeit gezeigt wird, angesprochen wird, das ist wichtig. Die Auseinandersetzung ist wichtig und Berlin lebt und Berlin hat sich immer entwickelt und verändert. Davon erzählt das Musical und insofern glaube ich, dass wir heute viel Inspiration erleben werden. Naja, da war leider immer noch Diskriminierung haben, Ausgrenzung, Intoleranz. Und wenig Akzeptanz, da muss man das ansprechen und das sollte man auch machen. Und deshalb ist natürlich auch die Bühne ein Medium, wo man das tun kann. Und natürlich freue ich mich darüber, wenn das denn gemacht wird. Ja, also Frauenrechte, klar, wurden natürlich früher auch mit Füßen getreten. Ich glaube, in fast jedem Land auf dieser Welt, in einigen ist es leider immer noch so. Ist natürlich schön, dass Deutschland da sich so weiterentwickelt hat und schnell uns allen Rechte gegeben hat. Und wenn wir ehrlich sind, wir Frauen haben ja eigentlich das Zepter in der Hand, ja. Wir sind nur so clever und lassen es den Männern so glauben, dass sie es eigentlich sind. Aber eigentlich, ja, sind wir Frauen ja an der Macht. Aufgeführt wird das Stück immer dienstags bis freitags. Am Wochenende gibt es jeden Tag 2 Vorstellungen. Weitere Infos findet ihr unter musicalberlins.com, Kudamm 59, das Musical.